Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. So einen alten Eremiten. Der hat ja auch eine Truhe, und ich werde auch irgendwann zu dem Typen hier zurückkommen. So, und jetzt die Herausforderung quasi. Hier wieder runterzukommen. Ich meine, der erste Weg war hier. Das war schon mal richtig. Das war eindeutig zu weit. Laden. Und da ist nämlich das Problem. Muss man jetzt irgendwie ganz... Der fliegt immer so weit. Doof. Ja, so war okay, so war okay. So, und der Rest ist dann auch easy. Ich werde doch mal speichern. Ich werde mal ganz, ganz schnell die Aufnahme unterbrechen, weil ich mal eben schnell mir was Neues zu trinken holen möchte, weil ich gerade nichts habe. Also bis gleich. So, ich habe mir was Neues zu trinken geholt. Ich hätte auch gerade trinken können, aber ich wollte es jetzt unbedingt machen. Nee, weil ich habe gerade einen sehr trockenen Hals gekriegt. Da muss ich mal was trinken. So, wie geht weiter um das Lager herum? Und viel weiter als hier, hier sehen wir noch ein paar Mollrats, viel weiter als hier werden wir auch nicht gehen, weil ab da hinten, wenn man quasi da hinten weitergeht, kommen dann noch ein paar andere bösere Viecher, die ein bisschen stärker sind. Es war dann am Ende hin doch noch ein bisschen knapp. Da habe ich kurz einen Inventarbug. Das kann auch mal ganz gerne passieren. So, ich möchte mich natürlich erstmal wieder vorher heilen. So. Ihr seht, das mit dem Fleisch dauert auch mittlerweile ein bisschen länger, weil dadurch, dass wir die Level-Ups gemacht haben, wir mittlerweile auch schon 64 Lebenspunkte. So, wir nehmen hier das ganze Zeug nochmal mit. Was man hier gerade gesehen hat, hier ist ein toter Gardist, der 10 Erz dabei hat und ein Amulett des toten Gardisten. Der Name Neck ist auf der Rückseite eingraviert. Schutz vor Waffen 5, das ist natürlich sehr nice. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Hier haben wir dann noch eine Heilpflanze, einen Apfel, irgendeine andere Pflanze und eine verwitterte Axt. Diese verwitterte Axt ist gar nicht mal so schlecht, weil die hat einen Schaden mehr. Ich dachte, die hätte mehr Schaden. Die Rüstung von dem Gardisten können wir leider nicht mitnehmen. Das wäre auch ein bisschen OP. So, nehmen wir die Höhlenpilze nochmal mit. Da waren noch Pilze, die habe ich genau gesehen. Das ist ein Augenwinkel. Hallo, nimm die bitte auf. Danke. Wie viel fehlt uns denn noch für Level 3? Okay, noch sehr, sehr viel. Ich könnte jetzt doch einfach noch ein bisschen hier in der Weltgeschichte herumlaufen und so viel Level, bis ich irgendwie Level 5 oder 6 wäre, das wird gehen. Aber ich glaube, das wäre so zu Anfang des Spiels ziemlich langweilig. Weil ich gerade in der Nähe bin, werde ich die beiden hier noch machen. Das hat ziemlich gut funktioniert, weil die Axt auch eine schöne Reichweite hat. So, da hinten sehen wir dann schon ein anderes Viech, was dann nicht mehr so nett ist. Aber das, diese verlassene Hütte hier oder das kaputte Ding hier wollen wir natürlich nochmal kurz mitnehmen. Denn hier finden wir noch ein paar Sachen. Schüssel. Und eine Truhe. Dietrich, Bier und Fackel. Dietrich sind immer gut.
So, eigentlich müsste ich jetzt noch bis Level 3 machen, damit ich wirklich reibungslos durch Lager durchkomme, aber kein Ding. Passt schon. Ich gehe wieder auf die andere Seite. Hier ist zwar auch ein Eingang, aber da möchte ich noch nicht durch. Ich möchte erst zu den anderen Eingang. Wir rennen wir doch mal hier herum. Ich kann dir mal vorwarnen, in diesem Spiel muss man sehr, sehr viel hin und her rennen. Man bekommt später im Spiel schon zwar Teleporter-Kram, aber das dauert dann noch ein bisschen. Deswegen Laufwege sind hier ganz normal. Das kann man sich dann auch gerne mal ein bisschen ziehen. Ich könnte eigentlich auch schon mal hier runter gehen. Will auch noch Scavenger rum chillt, aber ist jetzt egal, ich will jetzt ins Lager. Da hinten ist endlich der Eingang. Und dann sind wir auch endlich beim Lager. Nach Ewigkeiten, gefühlt. Weil ich weiß, dass da hinten noch ein Becher rumliegt. Den will ich noch gerne mitnehmen. Zum Verticken. So. Jetzt können wir nochmal speichern. Guten Tag. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Ja, also nette Begrüßung. So, wir sind im alten Lager angekommen. Hier stehen eine Menge Gardisten rum und hier ist Diego. Hallo Diego. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ich halte mich da lieber raus. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Mach's gut. So, wir sollen zu ihmchen hier gehen, es ist Torus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ich will für Gomez arbeiten. Ach, und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. So, wir können uns von ihm auch eine Aufgabe geben lassen, aber das werde ich vielleicht hier schon... Ich werde das später machen. Dafür hat man nämlich nicht ewig Zeit. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er?
Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Muss nicht gleich jeder wissen. In seiner Haut will ich doch. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Solange ich nicht von dir zu tun habe. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. So, wir werden hier direkt mal quasi 10 Stärke lernen. Lass uns lieber über was anderes reden. Zweimal. So. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Und mach's gut. So viel schon mal dazu. Jetzt haben wir 20 Stärke. Und die anderen Lernpunkte, die restlichen 10, werde ich in Einhänder investieren. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Erz. Und ich gehe absichtlich gerade hier so ein bisschen an der Wand entlang, weil ich da so einen gewissen Typen nicht möchte, dass er mich anspricht, weil ich das ja später machen möchte. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder, ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder.
Ja, den Neck haben wir gefunden. Und wo mir das gerade wieder einfällt, kann ich mal das Amulett von ihm anlegen. Der ist an den Mallrats verreckt, mit so einer dicken Rüstung und mit einer starken Waffe. Aber hey, ist ja nur ein Gardist gewesen quasi. So, da hinten war der Typ, wo wir eigentlich hin müssten, theoretisch, aber... Ich, suche gerade nochmal jemand anderen. Ich laufe hier gerade nochmal ein bisschen durch, das sind eigentlich alles so ein paar Typen, mit denen ich eigentlich reden sollte oder könnte. Aber das mache ich alles später, weil hier hört man Fleischwanzen. Und die möchte ich natürlich direkt mal platt machen. Sofern ich sie halt treffe. Ist ja immer so ein Ding. Ich denke mal, die hier werde ich nicht treffen, weil die sie jetzt hier so schön reingebackt hat. Ah, doch, habe ich sie. Hat ziemlich gut funktioniert. Das sind eigentlich die Fleischwanzen, die immer so, die man so nie platt kriegt irgendwie. Dann hätten wir das schon mal. So, hier haben wir ein kleines Höhlchen. Und mit einer Truhe stehen, wo wir schon mal unsere Dietrich-Skills, auspacken können. Das war natürlich schon mal sehr, sehr toll. Kann schon sein, aber wen interessiert? Gequatscht. Alles klar. So, ich muss da gewisse Richtungstasten dann für drücken, quasi links oder rechts, in einer gewissen Kombination. Ich werde hier kurz mal pennen, wenn hier gerade das Bett schon ist. In der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Bis zum nächsten Morgen. Ich werde nochmal speichern. Dann muss ich das nämlich nicht noch einmal machen. Immer wenn wir pennen, ist unsere HP natürlich voll geheilt. Kann schon sein, aber so, und hier haben wir Mordrak. Mit dem werden wir allerdings auch noch nicht reden. Ich will gerade eigentlich nur Kohle kriegen. Dafür bin ich auch irgendwie so ein bisschen in die falsche Richtung am Anfang gelaufen. Und der Hauptgrund ist er hier. Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Die Rüstung kaufen wir nicht von ihm, weil die kostet erstmal... entweder 250 oder 500 Erz, die werden wir nicht holen. Zeig mir deine Ware. So, er hat viel Erz. Und auch die ein oder andere Waffe, die wir nicht benutzen werden. Oh, wir haben richtig tolles Aussicht auf unsere Waffen, sehe ich gerade. Spitzhacken sind hier zwei. Dann werde ich eine davon noch wegmachen. Knüppel brauchen wir nicht. Zack, zack. Das will ich mal alles so ein bisschen verkaufen. Okay, das ist alles leider sehr ein bisschen buggy jetzt hier. Da breche ich den Handel nochmal kurz ab, speichere mal eben und gucke, ob es dann besser ist. Manchmal bringt das was. Zack. Na, guck mal an. Da sind die Sachen doch wieder da. So. An der Geschichte muss doch wohl was dran. Wir wollen uns ein bisschen Erz mal ran. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich glaube kaum, dass ich daran was. War doch klar, dass das ärgert. Was könnte ich denn mal weghauen, was ich nicht brauche? Ich werde mal die Pilze hier, die ein bisschen mehr bringen, weghauen. Die werde ich eh nicht essen. Steinwurz werde ich auch nie verwenden. Reis werde ich auch nie benutzen. Und die Pfeile brauche ich auch nicht. So, dann nehme ich mir mal so viel Erz. So, zwar genau 82. Annehmen. Das, was wir jetzt machen, also erst einmal gehen wir mal zu hier hin, weil das ist eine ganz, ganz schnelle Quest, die man ganz schnell machen kann. Aber hier den Rüssler. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest?
Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten.